Ja, wir spielen Dr. Robotnik's Beat Beat Machine. Das habt ihr gut erkannt. Was soll ich dazu überhaupt sagen? In Dr. Robotnik's Meat Bean Machine stapeln wir die Mean Beans, welche mehr nach schleimigen Schleimkugeln als nach Bohnen aussehen. Im Vergleich zu Tetris gibt es in diesem Spiel nur so eine Art Multiplayer. Was bedeutet, dass wir mit jeder abgeschlossenen Reihe ein paar dieser Steinkugeln auf das Spielfeld des Gegners werfen. Welche übrigens wieder verschwinden, wenn wir neben ihnen eine Reihe auflösen. Wie lösen wir diese Reihe auf? Das habt ihr inzwischen eh schon gesehen, aber ich erkläre es trotzdem natürlich gerne nochmal. Wir müssen 4 oder mehr gleichfarbige Beans nebeneinander platzieren. Das war's. Es ist ein absolut simples Spiel und ich bin mir sicher, dass jeder von euch irgendwann mal irgendeine Variation davon gespielt hat. Ich für meinen Teil konnte übrigens nur das erste Level schaffen. Der zweite Gegner hat mich absolut zerstört. Ich weiß nicht mal, wie ich meine Beans so schnell runterfallen lassen kann. Gott, ich hasse dich. Gut, schauen wir doch noch ein paar krasse Facts raus, nachdem es über das Spiel nicht mehr wirklich was zu sagen gibt. Dr. Robotnik's Mean Bean Machine ist in Wirklichkeit ein Spiel namens Puyo Puyo, welches im Vergleich zu der Sonic-Variante Charaktere aus einem Spiel namens beinhaltet. Und statt irgendwelchen Anime-Charakteren, die kein Arsch aus dem Westen kennt, wurden hier ein paar Charaktere aus der Adventures of Sonic the Hedgehog-Serie reingepackt. Oh, und die schlechteste Bewertung bekam das Spiel damals von einer Zeitschrift namens Nintendo Life, die es scheinbar sogar bis heute noch gibt. Sie sagten, 6 von 10, zu wenig Mario. Ja, das war alles, was ich über Dr. Robotnik's Mean Bean Machine zu sagen habe. Es ist ein wirklich solides Spielkonzept, welches für mich persönlich auf Heimkonsolen absolut nicht funktioniert. Ich habe sowas lieber in einer etwas handlicheren Variante. Und morgen beginnt das Finale dieses Marathons. Das wird Hardcore.